Hallihallo, ich hänge wieder ein bisschen hinterher. Vor 4 Monaten ist hier, glaube ich, das erste Video hochgeladen worden, aber ich habe gesehen, in Deutsch gibt es hier noch gar nicht so viele Videos über das Betriebssystem Commodore. Na, also wenn irgendein Windows-Benutzer Bock hat, auf Linux umzusteigen, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Es wird halt runtergeladen als ISO-File, als Image von der Commodore-Seite. Ist ungefähr 5 GB groß. Und dann wird es halt auf dem USB-Stick drauf geschrieben. Das müsst ihr mal selber rauskriegen, wie ihr dann das ISO hier drauf kriegt auf den USB-Stick und dann halt den PC so einstellen, dass er auch vom USB-Stick aus bootet im BIOS. So, und dann kommt man hier rein. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist auf Antix, Linux Antix Basis. Hier das X im Hintergrund. Also eine Commodore-Distribution auf Basis von Linux Antix. Und Linux Antix könnt ihr echt auf alle möglichen Rechner machen. Ich glaube, ab 256 MB RAM geht's los. Und ab Pentium 3. Von daher bin ich echt positiv überrascht. Proudly antifaschistische Linux mit dem schönen X als Hintergrund. So ähnlich wie Windows damals. Kleiner Gimmick am Rande. So, hier stellen wir natürlich erstmal Deutsch ein. Könnte man dann wahrscheinlich später auch noch ändern. Aber wollen wir mal, was er damit macht. Das ist übrigens ein auch schon ziemlich alter Intel Core i5. Ihr seht, für Windows 7 war der eigentlich gedacht. Mal gucken, was er tut hier. Antix, jawohl, auf Antix Basis. Okay. Jetzt, oh, es ist wie Weihnachten irgendwie. Die ganzen Commodore-Gefühle kommen wieder hoch und jetzt haben die ein Betriebssystem rausgebracht. Ah, wie geil ist das denn? Ui. Okay. Kann ich schon was machen? Ah, die Maus bewegt sich schon mal. Okay, bis jetzt haben wir es noch Englisch, so wie es aussieht, ne? Ah, der redet sogar. Okay, und jetzt überprüft er erst einmal mein Installationsmedium. Och, was gibt's denn da hier alles? Okay, ich erkenne nur einen Firefox und einen Papierkorb. Okay, Task Manager wird dann das eine sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, moin. Das ist der Bildschirmschoner. Fetzt. Okay. Sind wir fertig? Ui. Stick rausziehen. Müsste er jetzt auch so booten normalerweise. Haha, cool. Okay. Jetzt. Die ganzen Errors hat er bei den ganzen anderen Linuxen auch schon immer gebracht. Er weiß, was da hardwaremäßig nicht passt. Hey, passt, super. Okay. Okay, das ist schon mal interessant. In meinem Passwort sind Sonderzeichen und beim Hochfahren von dem Teil hat er in dem Modus jetzt immer noch die englische Tastatur drin. Also es hat erst einige Zeit gedauert, ehe ich auf meiner deutschen Tastatur die englische Belegung gefunden habe und jetzt hat mein Passwort auch gestimmt. Puh, gut, das muss ich mir merken. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Aber okay. Es ist installiert.
Und ich finde es so geil. Das Betriebssystem macht da weiter, wo Windows XP oder Windows 2000 aufgehört hast. Wir können spielen. Ja, das fetzt. Wir können spielen. Es ist total verspielt. Es ist total. Jetzt muss ich noch rauskriegen, wie das noch geht hier. Ah, jetzt bin ich auf dem Desktop. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es. Also, wenn ich die mittlere Maustaste drücke, komme ich in dem Bereich und dann kann ich mit der linken Maustaste jeweils die einzelnen Desktops anklicken. Und dann, wenn ich wieder die mittlere Maustaste drücke, zoome ich dann an den Desktop ran. Interessant. Ich habe gedacht, da gäbe es noch so eine Option, wie es vorhin im Bildschirmschoner zu sehen war, so 3D-mäßig, dass ich den Desktop hin und her schieben kann, wie so ein Würfel. Das finde ich auch toll, dass die Icons animiert sind. Aber gucken, was wir noch so rausfinden. Klicken wir uns einfach mal durch. Also hier Commodore Classic, Commodore Software. Was kommt da? Okay, also hier sieht so aus, als ob das alles doch noch Englisch ist. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Einstellung, dass ich das hier auch noch Deutsch kriege. Und so wie es aussieht, hat er hier halt schon einen Haufen Verzeichnisse vorgefertigt. Das sind leere Verzeichnisse, so wie es aussieht. Da kann man dann seine ROMs oder seine Programme für die jeweiligen Betriebssysteme reinladen, so wie es aussieht. Was haben wir an Commodore drin? Haben wir da schon was drin? Ah, da haben wir hier schon zumindest mal. Nee, das ist auch noch. Also das kann man auch noch alles befüllen sozusagen. Okay. Oh, das finde ich eine coole Animation. So, was haben wir denn alles für Software installiert? Accessoires. Cookie Manager. Dateimanager. Was haben wir für einen Dateimanager? Okay, gut, damit kommen wir zurecht, so halbwegs. Ne? Ist wie bei Windows, so ungefähr. Einzelne Verzeichnisse. Und hier unten ist dann der komplette PC, so wie es aussieht. Jawohl. Gut. Schön. Ja. Meine Grafik. Blender ist schon funktioniert. Okay. Image Viewer, Image Viewer. Office Draw ist drauf. Ist Gnu schon drauf? Ja, Mensch, das ist Gnu. Gut, haben wir es auch noch installiert. Nein, das Tor haben wir installiert. Okay, na gut, das war's. So, Office, haben wir auch alles wieder gehabt. Da kenne ich mich nicht so aus. Und haben wir das Soundprogramm, so wie es aussieht. Echt. Okay, cool. System Tools. MX. MX. Linux MX. Wie MX? Ich dachte, das ahnt X. Jetzt ist hier Linux MX auch mit dabei. Ey, Leute, jetzt bin ich etwas verwirrt. Jetzt bin ich echt etwas verwirrt. Wieso ist denn hier MX jetzt mit dabei? Hier hat er meinen Nvidia-Treiber eigentlich schon installiert. Vielleicht kann ich deshalb. Oh, jetzt muss ich mein Passwort wieder eingeben. Hoffentlich geht es jetzt mit der deutschen Tastatur. Jetzt war hier immer noch die englische Tastatur eingestellt. Und wieso startet es jetzt eigentlich nicht? Ah, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal mit dem Internet verbinden, ne? So wie es aussieht. Ist das hier? Ja, hier müssen wir rein. Okay, jetzt haben wir Netz. Vielleicht hat er auch deswegen vorhin meine Nvidia-Grafikkarte nicht installieren wollen. Aber ich glaube eh nicht, dass es funktioniert. Nvidia Driver Installer. Nochmal. Okay, um euch die Sparen zu nerven, sage ich schon, bin schon ganz fertig, euch Nerven zu sparen, ihr braucht hier irgendwie kein Admin-Passwort bei dem ganzen Ding. Ich habe hier nur ein Passwort eingegeben, um die Festplatte zu verschlüsseln. Ansonsten hat er mich hier gar nicht nach einem Passwort gefragt, das ich eins eingeben soll. Und jetzt habe ich eine Zeit lang gesucht, was hier das Standardpasswort ist. Und das Standardpasswort ist C, also ein großes C und dann ist gleich. Das wird hier angeblich während der Installation mitgesagt, aber wer guckt sich heutzutage noch die Texte an bei einer Installation hier? Puh, okay, also ist Admin-Passwort hier für das Commodore OS ist großes C und ein ist gleich. Können wir gleich mal gucken, ob er die Grafikkarte
fressen will. Ich glaube es ja fast nicht. Hat bis jetzt noch keiner gemacht. Hatten jetzt, es gab ein Problem mit apt-get-apt-get. Also wird von einem anderen apt-get-Befehl gehalten. Der läuft wahrscheinlich jetzt hier im Hintergrund. Da laufen wahrscheinlich schon irgendwelche Updates. Mal gucken. Nachdem ich hier das Terminal gefunden habe. Nee, Quatsch, hier ist das Terminal. Nee, Quatsch. Das ist der, nee, Quatsch, hier ist das Terminal. Command-Line-Interface. Nachdem ich das gefunden habe, das Terminal hat auch so den Look vom C64, konnte ich dann eingeben sudo apt-get upgrade. Also, ne, sudo apt-get upgrade. Und dann macht er hier die ganzen Upgrades. 54 Megabyte. Nee, Quatsch, sogar noch mehr. Sogar noch mehr Leder runter. Über 100 Megabyte Upgrade-Dateien Leder runter und dann müsste es doch eigentlich funktionieren, dass ich hier in die Software reinkomme. Hier, und das hier dachte ich, so habe ich es in einem anderen Video gesehen, geht auch, damit man zwischen den Desktops hin und her schalten kann. Das war damals bei Windows XP eines der letzten Gimmicks mit gewesen, die ich da echt cool fand. Und jetzt haben sie es hier wieder aufgenommen. Okay, soweit ging alles glatt, bis auf Firmware Nvidia, das ist meine Grafikkarte. Da scheint er irgendwie die original Nvidia-Treiber dafür noch nicht installieren zu können. Ne? Hat irgendwie die Nouveau-Treiber noch drin. Aber geht ja trotzdem. Und nach dem Upgrade sind meine ganzen schönen Symbole hier unten weg. Was soll das denn? Da müssen wir wohl nochmal neu starten, so wie es aussieht. Ne? Hey, eine blaue Murmel. Finde ich aber cool, was die mit der blauen Murmel hier machen am Anfang. Aha. Die Programmierer wieder. Ah, schön. Nach dem Neustart sind alle Symbole wieder da. So, hier scheint aber irgendwie der Softwarekatalog nicht so richtig zu funktionieren. Habe ich den Eindruck, wo war das? Bei System Tools, wenn wir hier bei Software gucken. Wo haben wir sie? Da hier Software Installer. Hä? Oh, doch. Nach einem Upgrade und nach einem Neustart geht's. Ja, hier ist ja auch der Softwarekatalog. Wunderbar. Okay. Na gut. Ja, und dann könnt ihr euch hier eure Software raussuchen, die ihr möchtet. Ja, alles kostenlos. Alles, was man so braucht. Und dann kann's losgehen. Mit Linux. Okay. Das war's erstmal von meiner Seite. Die Vorstellung von Commodore OS. Bis bald.